Ganz herzlich willkommen hier heute vom Jung Campus oder von uns allen eigentlich, die den Jung Campus ausmachen wollen, wo auch jeder von euch Ihnen dazugehören soll. Herzlich willkommen hier im Pavillon in Schöning. Und da möchte ich es auch kurz und knackig halten. Ich möchte mich beim Pavillon, der Mannschaft des Pavillon, ganz herzlich bedanken, dass wir so schnell nach der offiziellen Eröffnung hier in so einer auch großen Gruppe erscheinen dürfen, um eine exklusive Führung zu bekommen. Also ganz großen Dank an die Stadt Schöning, dass das hier möglich ist und so eine Gastfreundschaft heute gezeigt wird. Zum Schluss noch ein kleiner Dank. Das Pavillon braucht Besucher. Das Pavillon braucht natürlich auch zahlende Besucher. Heute sind sehr viele hier. Wir haben uns aber gedacht, naja, das war so in der internen Kommunikation, wenn jetzt jeder Eintritt zahlen muss auf so einer Veranstaltung, das wäre vielleicht auch ein bisschen komisch. Und dann, lieber Max, ganz spontan hast du gesagt, Sportkultur wäre bereit, hier heute den Eintritt zu übernehmen. Das kam sofort per Mail. Du sagst, das ist irgendwie ein bisschen gewissen, dass ich am Anfang nicht dabei war, aber da sind wir sofort dabei. Also große Dank, dass wir hier sein können. Richte das bitte dann auch deiner Firma aus. Lass dir, dass ihr wieder dabei seid und uns freuen. Wir haben irgendwie Geburtstag, nur ein Jahr. Insofern, mir wurde schon gratuliert. Und ich wusste gar nicht warum. Ich bedanke mich bei euch allen, die ihr jetzt schon uns seit einem Jahr begleitet habt und die Veranstaltungen, die wir gehabt haben, zu dem Erfolg, zu den spaßigen Events gemacht habt, wie sie waren. Mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich wünsche uns eine ganz tolle Veranstaltung heute Abend und noch viele, viele tolle Veranstaltungen mehr im Laufe des Jahres und in den kommenden Jahren. Ich bin eigentlich, oder meine Rolle jetzt bei der Vorstellung ist eigentlich so ein bisschen der Ausblick. Das heißt, wohin geht denn der junge Campus, was haben wir dieses Jahr noch vor? Der Rückblick auf die erste Veranstaltung war eigentlich war ganz spontan, aber fast ganz gut, weil dort haben wir einen temporären Club für Kultur und für Gastronomie und sowas mal ausprobiert. Damals leider nur für eine bestimmte Zeit. Und viele, die dabei waren, haben gesagt, Mensch, so eine Location mit dieser Atmosphäre, mit diesem Flair möchten wir gerne dauerhaft haben. Wo man mal eine kleine Kunstbühne hat, wo man mal sich zum Mittag verabreden kann, wo man einen kleinen Snack zu sich nimmt, wo abends ein Konzert oder eine Kinovorführung ist. Und die gute Nachricht, die ich überbringen darf, ist, dass es das geben wird in Helmstedt. Und zwar am 8. August werden wir dort eine ganz, ganz tolle Location im ehemaligen Pferdestall von Lugeri haben. Der wird gerade ganz aufwendig saniert. Und dort wird es ein junges Café, einen jungen Club für Kultur, für Lesungen, für Tonspiel und so weiter geben oder für Stammtische. Und der ist von der Atmosphäre eigentlich genauso ähnlich aufgebaut wie diese Raum in der Aktionswoche und ist auf ein junges Publikum, also eigentlich auf uns zugeschnitten. Und ich persönlich kann sagen, ich freue mich da sehr, sehr drauf und ich hoffe, dass ihr den Raum auch annehmt. Das heißt, was steht im Feld und mit der Nachfrage und ihr könnt euch schon mal notieren, den 8.8., 18 Uhr, kann man sich vielleicht sogar auch merken, dort werden wir feierlich eine Einweihung feiern. Und hoffen, dass viele von euch dabei sind. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier in Schöningen in der Stadt der Speere. Ich freue mich, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Bei der ersten Ankündigung, dass so 60 junge, jung gebliebene Leute hier ins Pavillon kommen und die Stadt das vielleicht ein bisschen sponsern könnte, habe ich spontan gesagt, ja, das kriegen wir schon hin. Dass das jetzt 154 geworden sind, ist eine positive Überraschung. Ich muss mich zunächst erstmal dafür entschuldigen, dass ich Ihren Altersschnitt versaut habe, als ich reingekommen bin. Aber ich werde ja auch sicherlich nicht Mitglied des Jugendcampus werden. Vielleicht gibt es ja noch mal einen Campus für Fortgeschrittene oder sowas. Aber ich finde erstmal, dass man Ihnen ganz herzlich gratulieren muss, auch wenn der 15. Juli noch nicht ein Jahr her, 2012, aber trotzdem, die haben nahezu einjähriges Geburtstag und für die Idee allein, diesen jungen Campus ins Leben zu rufen, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, auch von Seiten der Stadt Schöningen. Ich überbringe die Grüße des Rates und der Verwaltung. Ich freue mich, schön, dass Sie alle hier sind. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend für den jungen Campus, weiterhin viel, viel Erfolg.
Und wenn Sie mal wieder mit 60 Leuten nach Schwerin kommen, dann werde ich vorher zweimal den Palast reservieren, da passen dann 300 rein. Also viel Spaß Ihnen allen, schön, dass Sie da sind. Ich greife mal direkt den Ball auf mit den vielen, vielen zahlreichen Besuchern heute Abend. Das passt ins Bild. Wir haben jetzt genau eine Woche eröffnet. Letzte Woche Montag die feierliche Eröffnung, seit Dienstag letzter Woche nun offiziell. Wir hatten einen regelrechten Ansturm letzte Woche. Am Sonntag allein über 2000 Besucher, die im Auto standen, hinten auf der Straße. Also das passt ins Bild, dass Sie heute Abend so zahlreich erschienen sind. Das freut uns natürlich, dass doch der Zuspruch sehr, sehr groß ist. Sensation, die vielleicht noch gefunden wird. Und eine Sache ist ja schon gefunden worden, und wir müssen auch das im Lernen können. Das bedeutet eigentlich so ein bisschen Archäologie, Erforschung von solchen Altsteinzeiten und Dingen. Nicht weglaufen, nur Schlüssel holen. Nur in den Wärmer, in der Mitte sehen wir hier die Hochwarmzeit. Eine Zeit, als es auch deutlich wärmer war als heute, 5 bis 6 Grad. Dann kennen Sie das Museum in Burgos zur Evolution des Menschen. Das hat vor 2 Jahren eröffnet. Da gibt es ein ganzes Kabinett Ihrer Figur. Das ist ein hier 5 Stück davon, da hinten nochmal ein Speer, der ist nicht daran.